Und dann ist es halt auf meinem Konto gegangen und dann kam er hier fast jeden Tag an und hat sich jeden Tag 1000 Euro von mir geben lassen, weil du ja am Schalter maximal 1000 Euro am Tag abheben kannst. Ein neues Video, meine Lieben, und ein neues Interview, was ich in dieser Form noch nicht geführt habe. Ihr habt ja schon einen kleinen Ausschnitt ganz am Anfang gesehen. Es geht nochmal um diese Mike Zies-Thematik und ich möchte damit noch anderen Beteiligten die Chance geben, sich dazu zu äußern. Und zwar gab es ja sehr oft diese Thematik rund um diese Telegram-Gruppe. Das hatte auch Mike erwähnt. Ich glaube, er hat sogar bei Prominent getrennt mal kurz erwähnt. Und wenn nicht da, dann auf jeden Fall mehrfach in seinen Livestreams, wo er immer erwähnt hat, dass sich in dieser besagten Gruppe mehrfach Frauen quasi zusammengetan haben und in Anführungsstrichen gegen ihn verschworen haben. Und der Frank hatte dahingehend recherchiert und war mit einigen Frauen im Austausch. Und die eine Frau hat sich bereit dazu erklärt, ihre Erfahrungen und ihre Geschichte mal so ein bisschen zu erzählen. Ich kann euch gleich schon mal vorab sagen, dass es quasi passend zu meinem Interview sich quasi fast in derselben Zeitlinie befindet. Also, ne, Ariel und Michelle, das Interview habt ihr wahrscheinlich gesehen und das, was jetzt kommt, hat sich alles so ungefähr parallel abgespielt, aber ohne dass die anderen voneinander wussten. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen sie voneinander, zu dieser Zeit wussten sie es nicht und das ist das, worüber wir in diesem Video sprechen werden. Ich habe einige Fragen gestellt. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt sehr zurückgehalten, dass es einfach nicht zu krass ausartet. Aber ich glaube, dass es einfach nochmal ein spannender Blick ist, eine sehr spannende Perspektive. Dieses Video wird in zwei Teile unterteilt. Also ich habe einmal hier den ersten Teil bei mir. Der Frank, der quasi den Erstkontakt mit der Frau hatte und mich auch quasi gefragt hat, ob ich dieses Interview mit ihm zusammen machen möchte, hat dann Teil 2 auf seinem Kanal veröffentlicht. Das verlinke ich euch auch am Ende des Videos nochmal und unten in der Infobox. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr gespannt auf euer Feedback. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Video und will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei uns auf den Kanälen von Ramon Wagner und auf dem Kanal der Fernsehschatztruhe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Das ist Janice. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählen magst, dass du sagst, ich möchte mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Und ja, wie ihr alle schon gelesen habt und gesehen habt, geht es natürlich nochmal um die Thematik Mike Zies. Und da würde mich als erstes mal interessieren, bevor ihr euch das erste Mal begegnet seid, hattest du ihn auf dem Schirm? Also kanntest du ihn aus verschiedenen Formaten, die er gemacht hat? Hast du das geschaut? Also was ich geschaut habe, war Kampf der Reality Stars. So klar, man hat vom Hören her irgendwie was mitbekommen, dass da mit dem Sommerhaus was war, aber da zu dem Zeitpunkt hatte ich das halt noch nicht verfolgt. Ja, aber ich habe das halt gesehen und hatte ihn dann aber danach auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm so. Okay. Als du das damals geschaut hast, kannst du dich daran erinnern, wie du ihn empfunden hast über den Bildschirm? Weil er ist ja doch, also man hat ja relativ schnell eine Meinung, egal in welche Richtung das geht. Hast du irgendwie eine Meinung gehabt, als du das damals geschaut hast, wie du ihn so empfunden hast? Na, wenn ich mich richtig erinnere, war das doch so, dass er irgendwie in so einem riesigen Geschenk verpackt Genau. war für Elena Miras, ne? Und naja, da wurden ja auch Sachen gezeigt, ne? Dass man ihn halt zum Beispiel aus dem Sommerhaus kennt. Und da war ich schon so, okay, das, was da halt gezeigt wurde, das war ganz schön krass, was da abging. So, ich dachte mir so, ja, komm, mal gucken, wie es halt in dem Format wird. Wie gesagt, das andere Format hatte ich ja da nicht geguckt. So, ich habe mich einfach drauf eingelassen, mich überraschen lassen, sag ich mal. Ich muss Und aber auch sagen, fast Glück. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank, aber ich finde, KDRS, der Kampf der Reality Stars, da war ja der Mike in der softesten Version, die wir in Reality-Formaten je gesehen haben von ihm, ne? Deswegen überrascht es mich jetzt auch nicht, dass die Meinung von ihr jetzt gar nicht so krass vorbelastet war, oder? das stimmt, das stimmt. Wobei man ja, wie sie gesagt hat, man hat ja, glaube ich, alte Ausschnitte auch gezeigt aus dem Sommerhaus. Also wenn die Kandidaten vorgestellt werden, dann gibt es ja immer so eine kleine Rückblick-Matz. Was haben sie bisher im Reality gemacht und geleistet? Und dann hat man natürlich immer mal wieder natürlich so besondere Ausschnitte wahrscheinlich gezeigt. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie die Matz damals aussah. Ist ja schon ein bisschen her.
Genau, und dann, Janice, sag uns mal ganz kurz, wo sind wir? Wir sind im Jahr 2023. Wann sozusagen gab es denn die erste Begegnung? Du arbeitest in einer Drogeriekette und erzähl uns doch gerne mal von jenem Tag. Und wann war das? Oh, das war, also ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, wann wir das erste Mal miteinander geschrieben haben über Instagram. Das war am 9. August und ich glaube, 3 Wochen davor ungefähr stand er halt das erste Mal bei mir an der Kasse und ganz normal, ne, wie jeden anderen Kunden ganz normal abkassiert alles. Und dann, als er raus war, meinte die Kundin, die hinter ihm stand, so von wegen, ja, Mike, unsere kleine Ortsbekanntschaft. Und ich saß da, ich so, Bekanntschaft? Wie? Der ist bekannt? Ja, der war hier beim Sommerhaus und bei Camp der Reality Stars, sagte. Echt? Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich nochmal nachschauen. Na, ich habe abends nochmal im Handy nachgeschaut und dann war ich so, ach, die Story mit dem Geschenk. Okay, jetzt klingelt's, aber war jetzt nicht so, dass ich ihn gesehen habe und war so, ach, das ist der Mike. Aber war das ein neutral, also es war eine ganz neutrale Begegnung. Das war jetzt nicht flirty, er hat dich jetzt nicht Nee. angeflirtet, war erstmal nur komplett neutral. Genau, war komplett neutral, so, ne, ganz normal. Auch er hat zwar irgendwie so einen Scherz rausgehauen, aber das war es auch, weil wir müssen ja zwischendurch auch nach diesen Payback-Punkten fragen und dann meinte er so: Nee, Punkte sammle ich nur in Flensburg. Aber das Okay. war es dann auch wieder. Sehr schön. Aktuell nicht nur in Flensburg. Wie ging das denn weiter? Also irgendwann gab es eine zweite Begegnung. Genau, tatsächlich die ersten 3 Begegnungen waren jedes Mal an der Kasse bei mir. Also er Ja. hat es irgendwie immer geschafft, am Anfang im Laden zu sein, wenn ich Kassenschicht hatte. Und beim zweiten oder dritten Mal hatte er irgendwie unten denn am Band irgendwie Haargel vergessen. Das hat er da liegen lassen. Oder ist ihm mit runtergefallen, als er den restlichen Kram genommen hat. Keine Ahnung. Und es war halt kurz vor Ladenschluss, war gerade nichts los an der Kasse. Und dann habe ich gesagt, ja, schön, jetzt hat er es hier liegen lassen. Hab halt rausgeguckt und er stand halt praktisch genau vor dem Laden mit seinem Auto beziehungsweise mit seinem Leihwagen, wie auch immer. Da gucke ich meine Kollegin an, ich so, komm, ich bringe ihm das mal schnell raus. Und dann habe ich ihm das hinterhergebracht, so, weil Kunden, die halt nah dran sind, da bringt man das schnell mal hinterher, wenn man die Zeit dazu hat. Dann hat er nur noch irgendwas gesagt von wegen, ja, der nächste Kaffee geht auf mich. Und dann das Mal danach meinte ich zu ihm an der Kasse, ich so, ja, was ist denn nun mit dem Kaffee? So halt einfach aus Spaß, so locker, spaßig, wie ich halt öfters mal an der Kasse drauf bin. Und dann meinte er direkt so, ja, schreib mir doch auf Instagram. Aber direkt mit der Voraussetzung, ach, die weiß schon, wer ich bin, ich brauche ihr den Namen gar nicht sagen, die wird mich schon finden auf Instagram. Weil er ist ja die Ortsbekanntschaft, ne? Das haben wir festgestellt. Also er geht davon aus, man kennt ihn also auch. Als du gefragt hast mit dem, was ist jetzt mit dem Kaffee, aber du hast jetzt im Hintergrund nicht gehabt, oh, ich würde mich gerne mal mit dem treffen oder ich würde mal näher kennenlernen, sondern wie du gesagt hast, das war so ein bisschen als Flachs einfach rausgehauen, oder? Genau. Okay, und Das dann? mache ich öfters an der Kasse tatsächlich. Alles klar, gehört zum guten Service dazu sozusagen. Dann hast du ihn am Abend oder danach auf Insta gesucht und gefunden und ihn kontaktiert? Genau, ich habe ihm dann halt einfach nur so geschrieben, so, ja, zwecks Kaffee, ne? Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber jetzt habe ich mich gemeldet, so wie du es halt gesagt hast. Okay, alles klar. Dann kam von ihm aber tatsächlich auch relativ schnell eine Antwort. Von wegen, was ich denn außerhalb von meinem Beruf mache, habe ich halt nur erzählt, dass ich hobbymäßig eine Zeit lang zwischendurch tätowiert habe, so privat hobbymäßig. Dann kam er direkt mit, ach ja, ich bräuchte auch mal wieder neue. Und in der 5. Nachricht, die er mir geschickt hat, hat er mir dann direkt auch schon seine private Handynummer gegeben. Okay, aber Ramon, wir wissen ja aus seinen YouTube-Streams, er hat ja immer wieder auch in letzter Zeit gesagt, meine Handynummer hat ja eh jeder, deswegen war es ja wahrscheinlich, ja, scheint die ja nicht so selten rumzugehen. Ja, und dann hast du ihm dann geschrieben, oder? Genau, dann hatten wir eine Zeit lang Kontakt. Es war aber alles auf relativ freundschaftlicher Basis, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch in einer anderen Beziehung war, in einer Okay. Fernbeziehung. Okay. Ja. Und dann irgendwann kam es dann zu dem Treffen, einfach so spontan oder wie ist das entstanden? Du Genau, warst da dann ging wahrscheinlich es. dran.
Ja, das ging dann weiter, dass er mir an einem Tag irgendwie geschrieben hat und mich gefragt hat, wann ich denn Feierabend hätte. Und er könnte mich ja dann abholen und mich nach Hause fahren. Das hat er dann auch gemacht. Zwischenzeitlich haben wir noch an irgendeinem See uns hingesetzt und haben dann noch eine geraucht, bisschen gequatscht. Dann war Sonnenuntergang und er meinte so, oh, das sieht aus wie auf Bali oder so. Hatte direkt wieder von sich erzählt, wo er schon überall war und ne, dass er ja in meinem Alter schon seit 2 Jahren auf Ibiza gelebt hat und sowas alles. Ja, und dann war ich eine Stunde nach Feierabend irgendwann endlich mal zu Hause. Okay. Hattest du das Gefühl, oder ich frage mal anders, hattest du ihm gesagt, dass du in einer Beziehung bist? Wusste er das, als ihr sozusagen zum See schon runtergefahren seid? Weil man könnte das ja durchaus vielleicht so als ein kleines Date ansehen. Also man trifft sich zumindest mit einer Frau. Also wusste er, dass du in einer Beziehung bist, und hattest du nachgefragt, ob er aktuell Single ist? Na, das Ding war ja, bevor dieses Treffen kam, hatte er mir einmal, da saß ich mal nicht an der Kasse, aber ich habe ihn halt gesehen und er hat mir direkt Hallo gesagt und meinte irgendwie von wegen, ja, er dreht ja mit Michelle gerade für ein neues Format. Jetzt im Endeffekt hat sich herausgestellt, das war für Be Real zu dem Zeitpunkt. Und hat mir direkt im nächsten Atemzug schon erzählt, dass die Scheidung läuft. Was sich ja aber im Endeffekt als falsch rausgestellt hat. Also war ja einfach gelogen von ihm. Aber er war der Meinung, mir erzählen zu müssen, er lebt jetzt wohl gerade in Scheidung. Und auf dem Weg denn zum See war das so, dass er auch die ganze Zeit meinte, von wegen so, ja, warum bist du denn Single? Dann habe ich ihn irgendwann angeguckt, ich so, wer sagt denn, dass ich Single bin? So, das habe ich ja nie behauptet. Und dann kam er direkt mit, ja, wenn du bei mir mit im Auto sitzt, dann hast du gefälligst Single zu sein. Ich so, nee, bin ich aber nicht. Ich bin in einer Beziehung. Okay. Ja, aber die Beziehung war sowieso fast schon am Ende, weil es da auch sehr viel um Eifersucht und, naja, fast schon toxische Eifersucht ging. Aber auf dem Weg zum See war für dich nicht im Hinterkopf, da könnte auch mehr passieren? Also, oder hast du das offen gelassen und gesagt, ich fahre jetzt einfach mal mit und guck einfach mal, was passiert? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei uns sind die Busse, ne, ein bisschen schwierig angebunden. Ich wohne halt auf dem Dorf. Und wenn du den einen verpasst, musst du mindestens eine halbe Stunde warten, bis der nächste kommt. Und ich war so, ach ja, gut, hast du eine Mitfahrgelegenheit, so, ne? Kannst ihn jetzt, wo du ja weißt, dass er im Fernsehen war, kannst vielleicht auch mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken, ob er wirklich so ist oder ob er wirklich im Fernsehen immer nur diese Rolle spielt. Also für Was mich war war da denn? jetzt nicht irgendwie von wegen, das ist jetzt ein Date für mich oder so. Aber wie war denn der Eindruck? Also, wenn du jetzt gerade sagst, du wolltest mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, hinter die Fassade, mal so ein bisschen abchecken, wie ist er denn privat? Wie war er denn in den ersten Momenten? Da war der, also das habe ich auch zu meinen Kolleginnen gesagt, die hatten ja ein ganz schlechtes Bild von ihm, weil die wohl schon eine Vorgeschichte im Laden hatten mit ihm. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, so zu denen, der ist ganz anders. So, der ist total der Ruhige, ne? Also gar nicht so aufbrausend und so, du machst jetzt dies, du machst jetzt das. Also so war er gar nicht. Er war halt wirklich ganz ruhig, chillig, hat auch immer gesagt, wie harmoniebedürftig er ist eigentlich. Und dass er ja immer falsch dargestellt wird. Also dieselbe Leier, die er jetzt in den letzten Wochen irgendwie auch schon immer von sich gegeben hat. Ja, ganz kurz, was war das für eine Vorgeschichte im Laden? Weißt du das? Also ich weiß das halt nur von meinen Kollegen, vom Hörensagen her, weil da zu der Zeit, wo das passiert ist, habe ich noch nicht da gearbeitet. Okay. Aber das war wohl, wo er und Michelle noch offiziell zusammen waren. Und die waren zusammen in dem Laden und haben an unserer Fotostation irgendwie, hat sie Bilder ausdrucken lassen, die aber eine Überraschung für Mike sein sollten. Und dann stand Mike neben Michelle und die Kollegin hat nur die Bilder kurz gezeigt, so, ey, ist das für euch von der Qualität her okay so? Und dass Mike da denn laut geworden ist, ne, weil Michelle auch gesagt hat, das sollte eine Überraschung sein. Und dass Mike denn wohl ganz laut geworden ist und da eine Szene gemacht hat und mit der Bild-Zeitung gedroht hat, dass er da ganz schlecht über den Laden berichten lässt oder irgendwie sowas. Okay. Ja, gut. Also man kann ja jetzt schon so ein bisschen erahnen, dass sich deine Meinung und der Eindruck im Laufe der Zeit
wahrscheinlich über ihn stark verändert hat. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich nochmal interessieren, wie das dann weitergegangen ist. Also irgendwann seid ihr enger geworden miteinander? Hat sich da irgendwie wirklich ein richtiges Dating entwickelt? Habt ihr mal darüber gesprochen, dass ihr in eine Beziehung kommen wollt? Oder was waren die nächsten Schritte? Na, es ging dann weiter, dass ich mich dann von meinem damaligen Freund getrennt habe. Und das wusste Mike dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so, ey, pass auf, das mit dem Freund, das ist jetzt vorbei. So, aber ich habe jetzt nicht direkt gesagt, so, ja, lass uns jetzt in irgendwas reinstürzen, weil ich halt auch erstmal Zeit für mich brauchte. Weil du kannst ja nicht von Beziehung in Beziehung springen. Also das kann ich persönlich zumindestens nicht. Und dann hat man halt irgendwie angefangen, sich halt öfters zu sehen, auch wenn es nur kurz war, auf eine Zigarette zum Beispiel. Oder ja, dann hat es angefangen, dass wir was Lockeres miteinander hatten, wo auch nicht irgendwie kommuniziert wurde, von wegen so, ja, das geht jetzt in Richtung Beziehung. Wir haben es einfach so laufen lassen, wie es gekommen ist. Und dann sind wir ja jetzt, wenn ich jetzt weitergehe, irgendwann im Dezember. Ja, da war das dann tatsächlich so, dass wir ja vom 23. zum 24. Dezember waren wir im Hotel. Und ja, da Warum? sind so Sachen passiert. Weiß ich nicht, ob wir da später vielleicht nochmal zu kommen. Auf jeden Fall kam dann von ihm die Aussage, weil ich im Badezimmer war und er musste wohl irgendwie auf Toilette, ob es für mich okay ist, wenn er mit reinkommt und halt aufs Klo geht. Dann meinte ich so, hä, warum fragst du? Ja, naja, unter Partnern ist das doch eigentlich normal. Und dann stand ich da, ich so, War die dann quasi ein Paar? So Ja, laut aber seiner. ohne dass ich es wusste, ich stand vor ihm, ich so, wie Partner? So, weil das nicht vorher offen kommuniziert wurde. Und ich stand Ja. da, ich so, wie Partner? Wie, ich wüsste nicht, dass ich von irgendjemandem aktuell die Partnerin bin. Meinte er so, ja. Ich würde mal ganz kurz einhaken, dass wir nicht in Faden verloren, weil ich habe gerade so eine kleine Lücke. Ich weiß nicht, du guckst auch schon so skeptisch. Also mich würde erstmal interessieren, erstmal natürlich, warum ihr im Hotel seid. Also ich meine, ihr wohnt ja in derselben Gegend. Warum warst du als Beispiel nicht bei ihm zu Hause, sondern warum wart ihr im Hotel? Genau. Also Und bei dann mir war es ja so, also ich wohne ja noch zu Hause bei meiner Mom, so deswegen konnten wir halt auch einfach nicht zu mir, wollte ich auch gar nicht. Und zu ihm konnten wir nicht, weil er laut seiner Aussage, das finde ich jetzt im Nachhinein auch ganz komisch, er hat zu dem Zeitpunkt laut seiner Aussage in einem anderen Hotel gewohnt. niemals, glaube ich nicht. Und Also. ich sag so, ich habe mir gestern auch dein Video angeguckt, Ramon. Ich glaube, das war die Zeit, wo er eigentlich bei Ariel gewohnt hat. Könnte ich mir Und vorstellen. also, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube es tatsächlich in dem Zeitpunkt nicht, weil Ariel ja erzählt hat, dass es erst im Januar wieder losging. Aber Fakt ist, er war irgendwo anders. Hat er wenigstens das Hotel bezahlt? Oder hast du das bezahlt? Wenn wir im Hotel waren, hat er immer das Hotel bezahlt, ja. Okay, und jetzt würde ich mal noch gerne wissen, noch kurz vorher waren ja die Dreharbeiten für Prominent getrennt, ja? Wie war das denn für dich? Also ich meine, du hast gerade einen Typen kennengelernt, ihr habt irgendwie was Lockeres, man guckt einfach, wohin das geht. Und du wusstest ja, er ist bei Dreharbeiten mit seiner Ex-Freundin oder in dem Fall noch Frau Michelle. Wie war das denn für dich? Ja, also dadurch, dass er ja auch meinte, ne, die Leben Entscheidung und keine Ahnung was, war es für mich so, okay, das ist ein Format, und so schlecht, wie er von mir immer über Michelle gesprochen hat, war ich so, okay, da wird von seiner Seite aus eh nichts wieder passieren. So, also habe ich mir da gar nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich habe ihn auch eine Zeit lang wirklich fast täglich so Zusammenschnitte geschrieben, was an dem Tag in seiner Telegram-Gruppe abging. Die ja irgendwie, er hat ja so eine von YouTube aus so eine Telegram-Gruppe, wo die Leute drin sind, die ihn unterstützen. Da war ich ja zu dem Zeitpunkt auch drin. Und ich dachte mir so, okay, bevor der da alles eine zigtausend Nachrichten nachlesen muss, schickst du ihn immer so eine kurze Zusammenfassung. Und ja, darauf ist er im Endeffekt auch nicht eingegangen. Und als er zurückkam, hat er mich auch gefragt, ja, was war in Telegram los? So als Okay. erste Frage. Ich muss sagen, es kommen gerade ganz viele Fragen, deswegen muss ich gucken, dass ich ein bisschen strukturiert das abarbeite. Du hast zum einen ja gesagt, ihr habt euch relativ häufig getroffen. Habt ihr euch, muss ich mir das vorstellen, wie bei einer anbandelnden Beziehung? Wart ihr auch mal im Kino? Seid ihr im Club gewesen? Seid ihr Händchen halten durch die Stadt gelaufen? Oder hat er immer versucht, das alles relativ geheim zu halten? Also wenn wir zusammen unterwegs waren,
Wir waren tatsächlich immer nur in Hotels, ob es Okay. nun hier in der Gegend war oder in der Nähe von Hamburg. Händchen halten, durch die Gegend laufen ging gar nicht, weil er wollte mich ja laut seiner Aussage, er wollte mich ja vor der Öffentlichkeit schützen und er möchte ja auch keine Partnerin mehr, die in der Öffentlichkeit steht und das soll ja alles geheim bleiben, ob es nun eine Beziehung wird oder nicht zu dem Zeitpunkt. Okay, und dann möchte ich noch ganz kurz wissen, wenn wir beim Zeitpunkt Dreharbeiten Südafrika sind. Du hast gesagt gerade, die Hotels hat er dann bezahlt und so weiter. Und dann gab es aber ja eine Situation, wo er irgendwie auf dem Weg zum Flughafen war und dich angeschrieben hat und gesagt hat, oh, ich habe hier ein bisschen Geldprobleme, oder? Ja, da war er, glaube ich, in Berlin gerade am Flughafen angekommen und meinte dann irgendwie von wegen, er hätte eigentlich eine Karte mitgenommen, auf die er extra nochmal 100 Euro geladen hat, so für zwischendurch für irgendwelche Mahlzeiten oder so, ne, am Hotel, sage ich schon, am Flughafen. Und die Karte hat er wohl aber zu Hause vergessen. Okay. Und ich war so, ja, okay, was soll ich denn jetzt tun? Er so, ja. Könntest du mir vielleicht 50 oder 100 € überweisen? Oder allgemein, ich muss jemanden finden, der mir Geld überweisen kann. Und da habe ich ihn dann nach einer halben Stunde oder so, habe ich ihn dann geschrieben, ich sage, hast du jetzt jemanden gefunden, der dir irgendwie was leihen kann? Nee, habe ich nicht. So, und ich saß mit meiner Mutter im Wohnzimmer und habe dann mit ihr so ne überlegt, so, soll ich das jetzt machen? Oder nicht, weil eigentlich ist das so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich würde niemals irgendwie in einer Beziehung, erst recht nicht, wenn es so eine Summe wie 100 € ist, würde ich nicht überweisen. So, weil ich habe es jetzt auch nicht gerade so dicke, ne? Und dann haben wir uns aber, oder haben meine Mom und ich uns dazu überwunden, entschlossen, wie auch immer. So, okay, mach's jetzt einfach. Weil es war von Anfang an auch offen und ehrlich kommuniziert zwischen uns, dass ich das Geld wieder zurückbekomme von ihm. Okay, das war besprochen. Also du hast gesagt, irgendwie, ich will das wiederhaben oder er hat gesagt, du kriegst es auf jeden Fall wieder oder wie war das? Ja, es war die ganze Zeit die Rede davon, es ist nur geliehen. Es ist jetzt nicht geschenkt, es ist geliehen. Okay. Und du hast gesagt, oder er hat gesagt, er hätte eine Karte zu Hause vergessen. Wie hat er denn das Geld überhaupt bekommen können, wenn die Karte doch gar nicht dabei war? Ja, das frage ich mich jetzt im Nachhinein tatsächlich auch. Okay, also du hast ihm das auf sein Konto oder PayPal oder wie habt ihr das gemacht? Aus Konto, per Echtzeit. Da hat er ja immer drauf bestanden. Es muss immer per Echtzeit sein. Okay, das heißt also, um an dieses Geld ranzukommen, musste er definitiv eine Karte dabei haben, sonst hätte er es ja nicht abheben können. Und Okay. was Eigentlich heißt schon, schon, aber so genau. wie es sich angehört hat, für mich hatte er ja mehrere Karten. Okay. Ja, ich hatte, ich weiß nicht, ob es gerade untergegangen ist, es ist ja kompliziert immer, bist du mit drei Leuten gleichzeitig, aber du erzählst super spannend. Aber was heißt denn immer? Also heißt es, es gab mehrere Situationen, wo er Geld, also nach Geld gefragt hat? Es gab zwei Situationen, wo ich ihn auf sein Bankkonto überweisen sollte und eine Situation, wo ich ihn 10 € auf PayPal rüberschicken sollte. Okay. Als er aus Rede zurückkam, also von Südafrika, prominent getrennt, dann muss er ja erstmal in Anführungsstrichen wieder liquide gewesen sein, weil ja, man kriegt nicht das komplette Geld auf einmal, aber man kriegt ja eine Anzahlung oder eine Teilzahlung. Hast du das dann auch gemerkt? Also hat er dann das Geld zurückgegeben, hat er dich irgendwie eingeladen oder irgendwie hast du gemerkt, dass er jetzt Geld hat oder hat er keins? Naja, es war ja so, sein Konto war ja gesperrt, weil also er meinte zu mir, er müsste irgendwie 3.000 € Gerichtsschulden bezahlen und das sieht er nicht ein und sein Konto ist gesperrt, er kommt ja sowieso nicht ans Geld ran. Dementsprechend musste ja sein Vorschuss von der Gage auf ein anderes Konto überwiesen werden. Ja, und dann hat er sich natürlich einen Dämlichen gesucht. Die Dämliche war dann ich. Und dann ist es halt auf meinem Konto gegangen und dann kam er hier fast jeden Tag an und hat sich jeden Tag 1.000 € von mir geben lassen, weil du ja am Schalter maximal 1.000 € am Tag abheben kannst. Das heißt, über was für eine Summe sprechen wir? Was ist auf deinem Konto eingegangen? Also insgesamt beide Vorschüsse zusammen war ja in zwei Teile geteilt. Der Vorschuss waren 12.500 €. Und davon hat er dir aber dann wenigstens sofort die 200 € zurückgezahlt? Nö. Also zu dem Zeitpunkt waren es ja auch nur 100. Okay. Und er meinte dann bei der letzten Summe, meinte er so, ja, 100 € davon lässt du gleich auf dein Konto.
So, ne, weil er mir das dann zurückgezahlt hätte, so gesehen. Aber ich dachte mir so, nee, am Ende heißt es vielleicht irgendwie, dass ich irgendein Geld unterschlagen hätte oder so. Deswegen habe ich ihm die volle Summe gegeben, weil ich denke mir so, wenn mir jemand 1000 Euro gibt, ich zähle doch erstmal nach, ob das wirklich die Summe ist. Und wenn ich denn gesagt hätte, nee, du nimmst nur 900 Euro runter und die anderen 100 lässt du für dich, dann zähle ich doch nach und wenn ich merke, es sind doch 1000, dann kann man doch den 100-Euro-Schein wieder zurückgeben. So war mein Gedanke in dem Moment, weil ich wollte nicht, dass ich am Ende dastehe und es das heißt, ah, du hast mir Geld unterschlagen. Aber Ich muss jetzt es. mal nach. Ja, oder ja, ich muss mal kurz nachfragen. Also, kam dir das nicht komisch vor? Also, ich meine, wenn zu dir jemand sagt, mein Konto ist gesperrt, weil ich noch irgendwie, was hast du gesagt, 3000 Euro Schulden habe beim Staat, weil ich irgendwas nicht gezahlt habe und der quasi verlangt, dass so große Summen bei dir eingezahlt werden können. Also, wenn das jetzt jemand bei mir machen würde, weiß ich nicht, hätte ich erstmal ein sehr komisches Gefühl. Hattest du da, also das klingt ja auch nach extrem viel Vertrauen, was da irgendwie da war Ja. beidseitig. Was ging Ja, dir denn da? also, das ist schwer zu erklären. Also, ich war halt, ne, ich hatte schon so diese leichte rosa-rote Brille halt einfach auf, ne, und hab mir gedacht, so, ja, scheiße, weil er halt auch immer Druck gemacht hat. Ich brauche jetzt ein Konto, ich brauche jetzt ganz dringend irgendwas, wo ich das hinüberweisen kann. Also, auch diesen Druck so ein bisschen und dann in Kombination mit der rosa-roten Brille war einfach. Ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, einfach eine unüberlegte Handlung von mir auch. Wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, ich würde sagen, nee, sieh zu, dass du dein Geld woanders hinkommst, bei mir nicht mehr. Ja, und vor allem sage ich mal, 3000 Euro Schulden, 12.500 sind gekommen. Also die Schulden hätte er ja locker begleichen können, hätte er trotzdem noch genug Geld gehabt. Das Konto war wieder frei gewesen. Also das muss ja bewusst die Entscheidung gewesen sein, ich will diese 3000 auch gar nicht zahlen. Hat er das auch so gesagt, oder? Genau, also er meinte zu mir, er sieht das nicht ein, diese 3000 Euro Schulden zu zahlen und das macht er nicht und er wird nochmal gegen vorgehen. Okay. Und dann kam er, weil du gesagt hast, du konntest, oder wir kennen das ja alle, man am Bankautomaten gibt es ein Limit, 1000 Euro am Tag kann man abheben. Das heißt, er kam sozusagen 12 Tage jeden Tag zu dir rum oder ihr habt euch getroffen und seid dann immer zum Geldautomaten, nur dass du ihm jeden Tag ein Tausender ausgezahlt. Mir zur Bank hingehen durfte ich alleine. Ah, Er hat okay. gewartet, bis ich das Geld denn hatte. Außer, wo wir zwischenzeitlich in der Nähe von Hamburg waren. Da sind wir alle Sparkassen abgeklappert, weil die ab einer bestimmten Uhrzeit einfach schon zu waren, weil da irgendwelche Geldautomaten irgendwie in letzter Zeit gesprengt wurden. Ja, und dann hat er immer, ja, such die nächste jetzt raus und wir halten jetzt bei jeder an, bis wir die nächsten 1000 Euro kriegen. Ich mir auch gedacht habe, ach nee, ich will eigentlich nur ins Hotel, ich will eigentlich nur schlafen. Und du hast schon, weil du gesagt hast, Druck, das hat sich auch wirklich nach Druck angefühlt. Wie war das denn den Tag über immer? Also wenn ihr zum Beispiel miteinander geschrieben habt, hattest du auch da das Gefühl in seinen Nachrichten, da ist Druck? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld hatte, auf jeden Fall. Wer Also hat da das? war es wirklich, da waren, weiß ich nicht, gefühlt 10 Nachrichten innerhalb von einer Minute, weil er auch irgendwie meistens nicht in kompletten Sätzen schreibt, sondern immer so zwei, drei Wörter und dann kommt die nächste Nachricht, womit der Satz beendet wird. Also, das war dann wirklich so bam, 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 bam. Und immer nur Geld, 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 ich will das haben. Okay, krass. Wussten deine Eltern zu dem Zeitpunkt davon, dass du das machst? Ja. Was haben die gesagt? Also, ich habe von Anfang an mit meiner Mutter ganz offen drüber geredet und, das hat ihm ja zum Beispiel auch nicht gepasst. Er war ja immer so, das geht keinem was an. Und ich denke mir so, ich wohne zu Hause bei meiner Mom. So, ich habe ein enges Verhältnis mit ihr. So, wenn ich mit jemandem drüber quatschen kann, dann mit ihr. Und die meinte auch so, ja, naja, dann seh bloß zu, dass das Geld ganz schnell wirklich von deinem Konto auch runterkommt. Nicht, dass da irgendwie noch Probleme auftauchen oder so. Hast du dir, ich weiß gar nicht, Hermann, ob du dich da ein bisschen auskennst. Wie ist das auch so steuertechnisch? Kann das auch für Janice im Nachhinein noch zu Problemen führen, wenn man Geld bekommt und was ja, und man muss auch mal die Frage eventuell an die Produktionsfirma stellen, also dass die eigentlich gar nicht wissen, wohin das Geld gegangen ist oder sage ich mal, jedem x-beliebigen das Geld überweisen. Ist das normal in der Branche? Ja, also erstmal, was das jetzt für Sie, ob das jetzt für Sie Konsequenzen haben kann oder so, kann ich jetzt ehrlich gesagt offen nicht beantworten. Ich würde jetzt mal sagen,
Nein, aber ich weiß es nicht. Das müsste jetzt ein Steuerfachangestellter beantworten. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Zumal sich das Geld ja auch abgehoben hat, ist natürlich die Frage, klar, wir wissen, dass sie es ihm gegeben hat, aber die Frage ist, was jetzt ein Finanzamt dazu sagen würde, ne? Ob sie belegen kann, dass sie ihm das gegeben hat, sondern sie kann das ja auch in Sparstrumpf gesteckt haben und weiß ich nicht. Aber da habe ich keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwelche Experten gibt, die das hier wissen, die können es gerne in die Kommentare schreiben. Bei Produktionen ist es ja so, da ich ja auch viel Deals gemacht habe, dass wenn ich jetzt es kann ja auch sein, manchmal habe ich ja auch für Klienten und Klientinnen quasi Geld in Empfang genommen. Ja, das heißt, die müssen zwar diesen Vertrag unterschreiben, wo drin steht Summe XY und das wird insofern ausgezahlt. Und wenn ich dann quasi der Bevollmächtigte bin, dann muss derjenige, also in dem Fall Mike, eine Vollmacht unterschreiben gegenüber der Produktionsfirma, wo dann drin steht, dass er gestattet, dass das Geld an Sie als Beispiel überwiesen wird. Ja, sie könnte ja seine Managerin sein oder was auch immer. Das ist jetzt generell nicht, sage ich mal, problematisch, weil ja in den Verträgen auch drin steht und das unterschreibst du auch, dass du quasi dein Geld, was du bekommst, selber versteuerst. Ja, das heißt, wenn er das jetzt irgendwie dann eine Mauschelei macht und das versucht irgendwo hinzuschieben, dann ist das am Ende des Tages sein Problem, weil wenn es Prüfungen bei den Firmen gibt, ja, die können ja belegen, wohin sie das Geld überwiesen haben. Die können ja sagen, so, hey, wir haben hier eine Vollmacht gehabt von Mike. So, die sind da aus dem Schneider. Ja, das ist am Ende des Tages dann sein Problem. Und wenn es da irgendwie eine Pfändung gab, bin ich jetzt auch kein Experte, aber da bin ich jetzt sehr vorsichtig mit Formulierungen, würde ich sagen, dass man dann wahrscheinlich schon mal sich die Frage stellen kann, ob man da nicht schon von einer Unterschlagung reden kann, weil ja das Konto gepfändet wurde, weil er ja noch eine Summe nicht bezahlt hat. Genau. Aber da bin ich noch kein Experte. Ich würde aber sagen, das geht in die Richtung. Das hat jetzt aber natürlich mit ihr nichts zu tun, weil das ist ja sein Geld, was er irgendwo anders hin hat überweisen lassen. So. Ja, und Janice, uns war klar, oder du hast es ja gesagt, das ist ein Teil der Gage gewesen. Stand eigentlich im Raume, dass er mal gesagt hat, du irgendwann, da kommt noch mal ein Rest, das machen wir wieder über dein Konto, wurde das mal so angedeutet? Also es war am Anfang so, wo ne, als erstes die 2,5 rauskam. Da hieß es dann irgendwann so, jo, jetzt demnächst kommen noch mal 10.000. Aber danach war nicht mehr das Thema von wegen, ey, da kommt noch mal Geld auf dein Konto. Und was ich auch noch sagen kann, ich habe das Geld nicht direkt von der Produktionsfirma bekommen, überwiesen bekommen. Ich habe das von seinem Manager überwiesen bekommen. Also das Geld ging erst an seinen Manager und der Manager hat es dann Ah, mir das verändert überwiesen. natürlich jetzt. Okay, gut, dann, ja, also dann, ne, ist das jetzt natürlich ein anderer Sachverhalt. Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Geld von der Produktion kam, aber das, was ich gesagt habe, ist ja trotzdem vielleicht mal wichtig zum Einordnen, weil ja die Frage war, ob Produktionen das Geld wahllos irgendwo hinüberweisen können. Also natürlich holen die sich die Vollmacht ein. Okay, vom Manager, okay, verstehe. Naja, aber dann haben wir ja im Prinzip die Situation, die ich beschrieben habe. Dann hatte quasi der Manager die Vollmacht, das Geld zu empfangen und hat es dann halt an sie überwiesen, ja. Und du hast gesagt, rosa-rote Brille. Würdest du zu dem Zeitpunkt, also wir reden hier so über November, Dezember, das Gefühl sagen, dich hat es richtig erwischt, du warst richtig verliebt in Mike? Also so ein leichtes Bauchkribbeln, klar, so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, das war schon da, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Hals über Kopf verliebt war. Okay. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, nee. Aber trotz allem hast du mehr oder weniger ja gesagt, als ihr euch Weihnachten dazu entschieden habt, zu sagen, wir sind ein Paar. Ja, tatsächlich schon. Ja, das war dann eine sehr extreme rosa-rote Brille, nennen wir Okay. Und er hat es so. ja. Ja, oder war der dann, also wir reden hier, wir sind immer noch in der Weihnachtsphase. Du hast gesagt, was war das, 23. auf 24. im Hotel? Und dann 24. bist du zu deinen Eltern gefahren, oder wie? Nee, da bin ich, da war ich wieder zu Hause und er hat ja auch jeden Weihnachtsfeiertag hat er bei mir zu Hause mit meiner Family und mir zusammen immer Armbrot gegessen. Klar, er kam Aber immer schon, wenn wir eigentlich fertig waren, aber er hat dann praktisch mit uns gegessen. also er wurde, also okay, aber als Mike, der ein lockerer Freund ist, oder als Mike, der dein Partner ist, mit dem du in einer Beziehung bist? Na, zu dem Zeitpunkt war es ja dann für mich schon geklärt, dass wir in einer Beziehung sind. Und sie wussten ja auch vorher alle, dass ich Kontakt habe mit ihm und dass ich halt öfters mal Zeit mit ihm verbracht habe. Und dann war es halt wirklich so, als ich dann wieder nach Hause kam, so, ja, ich bin jetzt mit ihm zusammen. Und dann kam er ja abends schon zum Armbrotessen. Und Das ist was ja verrückt.
Du im Nachhinein sagen, also zumindest so rein offiziell, wie lange aus deiner Sicht wart ihr ein Paar? Wie lange wart ihr in einer Beziehung, bis einer von euch beiden gesagt hat, hier ist Schluss an dieser Stelle? War gerade kurz am Überlegen, aber es waren auf jeden Fall keine 2 Monate. Also es waren vielleicht 1,5 Monate. Okay. Von Weihnachten angerechnet. Von wann rechnest du, also von diesem Tag kurz vor Weihnachten, von da an ungefähr 1,5 Monate weitergesprungen? Genau, vom 23. Dezember abgesehen, ja. Aber das ist, muss mal ganz kurz reinwerfen. Also, wenn du gestern, wenn du ein Video gesehen hast, was ich mit Michelle und Ariel gemacht habe, da ist ja rausgekommen, dass ja quasi er parallel mit Michelle am Anbandeln war. Michelle wusste von dir nichts. Du wusstest wahrscheinlich auch nichts davon, dass das mit Michelle parallel noch läuft, weil er ja immer wahrscheinlich so getan hat, das ist vorbei. Okay. Und im Januar hat er noch parallel mit Ariel angebandelt. Das heißt, es gab hier drei Ja. Beziehungen gleichzeitig und du hast wahrscheinlich auch nichts vermutet. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es manchmal mitbekommen, ne, wenn er angerufen wurde, er hatte ja Telefonnummern komischerweise auch nie eingespeichert. Und er meinte irgendwann so, ja, Michelle ruft mich gerade an. So, und ich dachte mir so, okay, vielleicht wollte er irgendwas klären. Was mir jetzt aber im Nachhinein jedes Mal irgendwie ganz komisch und verdächtig vorkam, jedes Mal, egal wer angerufen hat, ob Michelle oder sein angeblicher Manager oder whatever, er hat immer über Kopfhörer telefoniert. Wo ich mir gedacht habe, okay, du sagst mir jedes Mal, du vertraust mir und wenn du mir doch ach so doll vertraust, warum verheimlichst du denn anscheinend was von mir? Ich meine, wenn es wirklich der Manager war, soll es mir egal sein. Aber wenn man mir angeblich die Story zwischen ihm und Michelle erzählt und man mir vertraut, ich meine, ich halt ja meine Fresse so. Ich sag ja nichts, wenn die da telefonieren. Ich rede ja da nicht zwischendurch rein. Ist es so, dass in dieser Zeit, in dieser Beziehungsphase, habt ihr euch da auch so gut wie jeden Tag gesehen? Oder ich stelle mir das vor allem, ich weiß nicht, Ramon, wenn man überlegt, man hat drei Partnerinnen am Start, das ist ja organisatorisch, also ich hätte ein großes Problem mit, ehrlich gesagt. Wir wissen ja nur von drei. Es kann ja sein, dass es noch mehr gab. Also ich meine, das ist jetzt ein Spruch, der jetzt vielleicht ein bisschen witzig ist in dem Zusammenhang. Aber jetzt ist natürlich auch das Thema geklärt, warum er keinem Beruf täglich nachgehen kann, weil wer ja quasi so viele Leben parallel führt, das ist ja ein unfassbarer organisatorischer Aufwand, den er ja offensichtlich auch ganz gut gemacht hat, weil weder du noch Ariel noch Michelle hatten das ja irgendwie vermutet. Na, also das muss man ja sagen. Er beherrscht viele Sachen nicht, aber das ist seine Königsdisziplin. Anscheinend ja. Nee, aber ich habe wirklich nichts mitbekommen. So, wir haben uns auch Anfang Januar einmal irgendwie ne Abend wieder im Hotel verbracht oder eine Nacht, wie auch immer. Aber sonst habe Okay. ich ihn fast den kompletten Januar über gar nicht zu Gesicht bekommen. Ach so, okay. Also da haben so regelmäßige Treffen gar nicht stattgefunden. Du Nee. hast, okay, wahrscheinlich war es dann irgendwann doch zu kompliziert, das alles unter einen Hut zu bekommen. Du hast erzählt, in der Nähe von Hamburg, dort seid ihr auch hin und wieder mal hingefahren. Das war für ihn so eine Art Rückzugsort oder wie hat er das erklärt? Was habt ihr da gemacht? Warum macht man das? Dass du irgendwie dafür sorgen willst, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Was er mir gegenüber ja auch geäußert hat, dass er dafür sorgen möchte, dass die Kinder ihr weggenommen werden und dass die Kinder auch nicht zum leiblichen Vater zurückkommen.